Für alle, die neu dazugekommen sind, das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir vorgestern am Abend eingefallen, aber man dachte, da gibt es die großartigsten Spieler, die Gott sei Dank noch unter uns verweilen. Warum lassen wir denen ein bisschen erzählen? Und deshalb die Einladung, und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wir haben schon ein bisschen was gehört vom Didi Küper, wir haben was gehört ein bisschen vom Josef Hickersberger. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, weil er nicht nur ein ganz großartiger Mensch ist, sondern ich durfte ihn auch, oder ich darf mich auch als Freund bezeichnen von diesem Mann. Manchmal ist er sehr streng mit mir. Aber ich bin der Einzige, was sich den was sagen traut. Ich muss da dazu sagen, manches Mal liest man, da ist einer, hat irgendwas geschafft, da sind zwei, dreimal, hat einen Ball gerade getroffen und auf einmal ist er schon der große Star. Dieser Mann hat Rapid-Geschichte geschrieben und es gibt so viele Titel, dass ich es ja gar nicht auswendig sagen kann. 7-mal Meister mit Rapid, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, Cupsieger, Zentropa-Cupsieger und Weltmeisterschaftsdritter in der Nationalmannschaft. Geben wir einen kräftigen Applaus, Alfred Körner. Danke. Freddy, erst einmal Dankeschön, dass du da bist. Ich möchte einmal allen ganz kurz erklären, wir waren jetzt schon miteinander in der Players Lounge, dort wo die Spieler sind nach dem Match. Dann waren wir in der Rapid Loge, das ist eine dieser Logen, die es gibt. Und jetzt sind wir im Pressezentrum, das ist so quasi der Pressekonferenzraum. Hier gibt es nach dem Spiel oder auch Tage vor dem Spiel die Pressekonferenzen. Wir haben gesagt, wir machen das auch deshalb, dass ihr ein bisschen was vom Innenleben des Stadions auch seht und da sind die Pressekonferenzen. Wir machen jetzt keine Pressekonferenz, sondern wir plaudern ein bisschen aus einem absolut erfolgreichen, bewegten und vor allem liebenswerten Leben. Denn dieser Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich ihn brauche, wenn wir wohin gehen miteinander. Manches Mal rufe ich ihn an und sage drauf, du, Freddy, da gab es einen Fanclub, der hätte uns eingelohnt, da ist so circa 6:30 auf die Nacht, der hätte uns eingelohnt und er sagt, na wann soll ich denn kommen? Heute. Sagt er drauf, na bist narrisch, ich bin schon im Pyjama. Sag ich, zirkt ja. Und wir gingen miteinander dann dorthin. Es gab zum Erzählen über Stunden, jetzt haben wir nicht so lange Zeit, aber wir schauen, dass wir auch von euch viele Fragen beantworten können. Freddy. Nein. In Bücher drinnen viele Geschichten. Der kommt erst später dran. Warte, der kommt erst später dran. Na, da bin ja ich schon weg. Da hinten ist nämlich unser nächster Gast. Geben wir mal einen Applaus. Rudi Flögel steht schon dahin. So, Freddy, gehen wir's los. Zackig. Wie bist du zu Rapid gekommen? Wer hat dich zu Rapid geholt? Wir sind im Park gewesen, haben gespielt ein bisschen, war da ein gewisser Hofer. Und der hat uns spielen gesehen. Hat er gesagt, pass auf, es kriegt sich ein Autogramm von mir und da meldet sich bei Nitsch. Und das haben wir gemacht. Und da waren 100 Buben und 7 sind wir angenommen. Da war der Happe, die 2 Körner, der Dominik und wir waren da im Park. Und so gesagt, wenn er euch einmal noch im Park spielen sehen, dann könnt ihr gleich daheim bleiben. Weil jeder saß Rapidler. Die haben uns nicht einmal noch gesehen. Warum? Weil im Park hat er müssen Fußball spielen. Da ist er nicht reingekommen, so ungefähr. Ne? Da waren ja ein paar da. Aber nichtsdestoweniger, ich freue mich, dass ihr wieder kommt und lauter lachende Gesichter, das bin ich gewöhnt. So, eine Sekunde. Ich bin gleich fertig mit dem Anfang. Ich habe ein bisschen zu Hause jetzt umgeschaut, aber ich habe leider zu viele Sachen aufgekommen.
Das war mein Fehler. Ich habe da jetzt was erwischt, so war es vor 50 Jahren. Also, ältere Semester, das könnt ihr euch erinnern, dass ich auch viel mitgespielt habe. Und das ist das Schöne in dem Fußball, dass man mit Fehlern ausbessern kann, das Ganze. Das kann man beim nächsten Mal schon wieder, geht weiter, das Spiel. Aber ich darf beim Spielen nicht stehen bleiben. Und das vermisse ich im heutigen Fußball. Die machen einen Pass und bleiben stehen. Ich bin bei der Machen schon. Kritisieren kann ich es ja? Nein. Na dann bitte, dann kommt du. Warte mal. Na gut. So war es vor 50 Jahren, 14. September 1947, das ist auch schon altes Zedel. Da der Schulbeginn um 4 Wochen verschoben ist, sind Lehrkräfte in Ämtern als Gärtner und mit administrativen Arbeiten beschäftigt. Das Fußballnationalteam schlägt vor 60.000 Zuschauern im Stadion Ungarn mit 4:3 mit Musil, Wagner, Happel, Prinek, Gernhardt, Joksch, Decker, Hahnemann, Stoyersball, Binder und Körner. Körner, ein Tor geschossen. Es war wenig, aber ich hab's gewusst. Ja, alles klar. Freddy. Bitte. Gehen wir gleich mal zu dieser Zeit, wo diese Rapid-Mannschaft so eine ganz, ganz starke Mannschaft war. Man hat Arsenal besiegt. Erzähl das einmal. Arsenal. Aber wir, müsst ihr euch anhören. Wir haben eines gehabt. Gute Trainer, vorausgesetzt. Und vor allen Dingen Mitspieler. Es hat daneben gespielt der Happe, die 2 Körner. Und dann lauter Alte. Der, nicht Alte in diesem Sinne, im Fußball. Schorsch und Wagner und die ganzen Brüder Wagner. Also, und die haben uns geführt. Und heute geht es so weit, dass ich mir das öffentlich sagen traue, heute ist niemand da, der die Burschen führt. Die Talente sind vermandelt. Da man nicht negativ reden. Die können gegen, aber die sind ohne Führung. Und das gehört jetzt rein. Und ich hoffe, dass wir das jetzt bald wieder reinkriegen, damit wir jetzt wieder dort hingehen, wo wir hingehören, auf. Danke. Arsenal, Endstand? Das darf mich nicht fragen, da muss ich nachschauen. Okay, bitte. Weil wir haben zu dieser Zeit alles gewonnen. Ja, aber gegen Arsenal. Gegen Arsenal 6:1. Arsenal, das war der Uritü. Der hat gesagt: Pass auf, das sind Öfe, wir sind Öfe. Geht's raus, haut's es rein, nachher gibt's einen Sekt. Den haben wir zur Rechenschaft gesagt, wir haben einen Sekt getrunken. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, das war eine ganz andere Zeit. Die sind, ich kenne auch sehr gut den Sohn vom Herrn Körner, der hat im Papa quasi zu Weihnachten fast nie gesehen, weil die Mannschaft von Rapid immer zu Weihnachten eine Tournee gemacht hat. Die sogenannten Südamerika-Tournee oder die Australien-Tournee. Und jetzt muss man sich vorstellen, ihr habt in Australien Fußball gespielt, gell? Australien, wir haben gespielt in Australien, gespielt in der Südamerika, wir haben dort nicht. Wir waren über die Ersten. Und nachher, ich tue nicht gern unsere Gegner. Und im Fußball war er unsere Gegner. Und privat bin ich mit sehr gut Australier auch dabei. Aber natürlich, wenn es darauf geht, mit der Austria, die haben einen Glorienschein. Das ist, die haben die Presse schon auf Leibwand, die haben das auf Leibwand. Ich weiß nicht, wie viele Presseleute heute da sind. Ich sage, es ist wenig wieder. Nicht? Aber das haben wir nicht gebraucht. Wir haben schon müssen die Nachrichten und das alles hören. Aber bei uns, wir haben Trainer gehabt, zum Beispiel der Besser oder der Bimbo Blange. Das waren Lehrlinge von uns, für uns. Die haben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat gesagt, Bub, macht nichts, komm, geh mal, zau an. Oder zum Beispiel hat er mich geparkt ins Corner-Eck rein, mit 3 Ballen, weil mehr haben wir nicht gehabt. Hat er gesagt, und jetzt probier zum Flanken. Aber nicht da der Kleine, sondern auf halb rechts, da deckt keiner. Und das haben wir halt, und das waren so nur Mosaikeln, so kleine, würde ich sagen. Und der Bimbo Binder, Hans Besser, selber hervorragende Fußballer und Trainer und nachher. Die haben da das gesagt, wie man das macht. Und vor allen Dingen nie ein böses Wort.
Und das war die Stärke. Und wir waren dann überall, so wie heute, es hat mich so gefreut, wie ich da ein paar so finde, so Freunde, die kennen wir schon, weiß ich, wie lange wir. Ne? Und ich bin überzeugt, ein Rapidler, der kann nicht sagen, der die verliert. Das heißt, da muss der Farm schon ein bisschen kommen. Nicht? Und das fehlt mir momentan. Nicht? Warum? Weil sie haben ja den Punsch nicht. Der hat ja keinen, der einmal ein bisschen schimpfen tut. Und das gehört zum Schimpfen. Nicht? Du, aber ihr wart so, dass ihr, wenn ihr ein Match zum Beispiel gewonnen habt oder so, ihr seid nachher nie fortgegangen, gell? Ihr wart immer daheim geblieben. Ja, der hat Fragen heute. Das glaubst du mir, das ist ein Wahnsinn, du. Nein, glaubst du, wir sind in die Kirche gegangen. Wir waren so. Hat ja jeder seinen Heiligen gehabt. Ne? Aber selber zahlt haben wir es, zum Unterschied. Ich tue nicht, da ist ja nichts dabei. Was, ne? Aber war das erlaubt? Das hat mir nicht erlaubt sein. Die kommen. Weil die sind gekommen, aber kannst singen, dann bleibst du da. War uns das, das habe ich zuerst vergessen. Wie der Besser gefragt hat, wie die Sichtung war da. Kannst singen, dann bleibst du da. Ne? Also, das war Voraussetzung. Weil der Hans Besser war unser Supermann, der hat gesungen wie einer von der Oper. Ne? Und jetzt, das hat dazugehört zum Fußball. Und wenn du das nicht beherrscht hast, ist nichts da. Da immer Freddy, da stehe. Und jetzt sag mir mal ganz kurz, ein paar Typen aus deiner Mannschaft. Ganz kurz nur antworten, sag mal, der Robert Körner. Unterschied zu dir, Robert, ganz ein netter, feiner Mensch. Der hat mir das daheim erzählt, und wenn ich geschimpft habe auf ihm. Also? Weil er mir einen Ball gegeben hat. Nicht, der hat gewartet so lange, bis er nachspielt. Aber der hat den Pass kennen. Zum Glück, ich darf nicht da hart kritisieren, aber ich mag es trotzdem. Das geht nicht. Man muss den Kopf in der Höhe haben und dann nicht in den Schädel und dann weiß ich ja nicht, wer steht denn da, wer ist dort, wer ist dort. Und das fehlt mir leider alles. Nicht? Aber ich mag keine Spielerversammlung, da sind andere da. Ich habe das lang genug mit angehört. Mit dem, aber es war nicht leicht, wenn der Besser kommt als mit der Tafel. Aber die haben mir einen Buch hergelöscht. Ich habe gesagt, wer war's? Sag ich, na, wer war's? Happy war's, nicht? Weil der hat alles gepackt. Weil ich war immer der Brave. Na, aber das hat zum Fußball gehört. Nicht? Der hat das gesagt und das, da bleiben wir da ernst. Und das treffen wir sie dort und dort und dort. Und du bleibst noch da. Und sag ich, was soll ich machen? Sagt er, besser, rechts außen, links außen. Du kannst nicht nur links spielen, du musst rechts auch. Und das waren die Sachen, der hat mich nicht abblamiert, vor wir auch zugeschaut haben. Der hat mich allein ins Kämmerlein genommen. Oder ich bin gleich fertig mit dem Bimbo Binder. Das war ein väterlicher Freund. Und der war super zu mir. Ne? Und der hat zu mir gesagt, pass auf, Bub, wenn du einen Ballen hast, gib mir kurz, ich werde mir aufhören und dann hau ich dann eine in Abseits. Aber du musst da hinten warten, den Start musst den überlaufen. Und jetzt da kannst du den Pass machen, wo du hin willst. Weil bis ich der umdreht, bist du der Schnellere, weil du spielst links außen. Und das waren die Mosaikeln, die haben. Bist aber heimgekommen, hat der Vater gesagt, was hast du heute nicht gesagt, mein Bimbo, was hat er gesagt? Na, der hat nicht viel geredet mit mir. Aber er hat mir das erklärt, wie man das machen muss. Oder der Hans Besser, perfekte Fußballer. Wer war und der? Den perfekten Fußballer. Ich tue dich nicht gern unterbrechen. Ich bin so trocken, gehst du nicht? Du, wer ja, war? Drinnen können wir Achtel trinken miteinander, oder? Das geht jetzt nicht, jetzt bleib sachlich einmal. Wer war in deiner Zeit der beste Fußballer? In deiner Zeit, der beste. Bei uns, da hat es viele gegeben. Da kann ich die anwehtun. Schallvogel, das Flügelpaar, das war eine Perle. Die haben es gesagt in der ganzen Welt, aber natürlich. Bei uns, na, wer ist denn gegangen? Bei uns hast du gesagt, willst du Geld verdienen? Dann gehen sie ins Ausland. Und wenn nicht, dann wird der Rapid einen Posten verschaffen. Ich kann Gottes Land sagen, danke Rapid. Ich bin in die Landesregierung gekommen, weil da war ein Vorstandsmitglied dort. Aber es war nicht einfach. Ich war
ein kleiner Mechaniker, aber jeder hat gesagt, hörst, wir Apotheker, du, Mechaniker wirst du nie einer. Dann habe ich mich dran geholt, aber ich bin ein Fußballer geblieben lieber. Nicht? Aber es hat dazugehört, dass sich einer packt und muss sagen, pass auf, Burschel, allein kannst du es nicht machen. Fußball ist ein Mannschaftssport. Du kannst einmal einen überspielen, aber dann musst du den Schädel hinterher haben und musst einen sehen. Schon, wem kannst du ausspielen, aber nicht stehen bleiben. Und heute, der bleibt stehen, du sitzt eh. Ich bin da auch noch da. Jetzt habe ich eine Bitte schon. Ich habe eine Frage. Was wollen Sie davon? Ich denke mal, ich bin ein 87er Baujahr. Und ich verfolge Fußball schon seit der kleinen Zwerg. Und für mich ist heute viel wichtiger bei den Mannschaften ist der Euro, wie wirklich sonst alles andere. Aber das finde ich bei Rapid noch gut, weil da ist bei den Fans eine wirkliche Familie. Und das ist halt, finde ich, traurig. Heute brauchst du den Euro, siehe Salzburg, dass der Erfolg kommt. Und Rapid kann nur durch Kampf und durch wirkliche, durch hundertprozentigen Einsatz. Gibst du die Antwort, oder? Es kann sein, dass man ein bisschen schlechter spielt. Aber ich kann nicht dauernd schlecht spielen. Das muss an was liegen. Und ich tue mich Gott nicht an negativ kritisieren. Jeder Trainer meint das Beste. Aber nur darf man nicht vergessen, von einem Rapid-Spieler verlangt man immer mehr. Er müsste jeden Tag das machen und gewinnen und dann bum bum. Und wann sind wir dann bum? Ich hab's genossen. Wenn wir einmal verloren haben gegen Post, einmal 1-0. Nee, da hat sich der Haar bedruckt, der kann jetzt der Tod sein und overschauen und weiß ich was alles. Der hat sich gebuckt. Dann ist der kleine Chef gekommen, wurde wieder geheißen hat vom Post, hat den Ball gestoppt, 1-0 Post. Ich habe mich nicht auf Gassen getraut, was gesehen hat. Weil bei Rapid wird mehr verlangt und man muss sich benehmen können und nicht deppert sein und um einen anschreien. Und das kann man nicht als Rapid-Spieler. Und du hast eine Verpflichtung, wenn du das Leiberl anziehst, dann musst du brodeln. Und das fehlt mir halt heute, weil da kommt der von dort, wird von dort herlegt, wenn er sich unterpasst. Ist er schon mein Freund, wenn er das macht. Aber das ist das, was die Fans, glaube ich, noch weit eingefleischter sind, wie macht man die Spüle eigentlich. Weil die Fans sind wirklich auf die Bühne und die Gesänge, gerade im neuen Stadion, da sieht man es umso mehr. Aber die Mannschaft hat dann einfach, nicht gesagt, wie man es oft nur einen Fuß weniger hätten, kommt mir vor. Ja. Aber der Zuschauer, hat das Recht, dass er eine Leistung verlangt. Aber die Leistung kann ich nur bringen, wenn ich ab Donnerstag mich schon vorbereiten tue. Aber heute gingen sie noch zu Autogrammnachmittag. Und aber der darf das nicht anders machen, weil das wird befohlen vom Club. Aber um eine mache ich einmal Kontrolle, ob das nicht. Wir sind nicht kontrolliert worden. Ja, aber du hast auch nicht um 9 geschlafen, oder? Aber eins. Du hast auch nicht um 9 geschlafen. Nein. Ja, sicher war er brav. Du hast nicht um 9 geschlafen. Na, da hat mein Vater schon, der hat ja selber ein bisschen Fußball gespielt, nicht? Aber der hat ja da schon gearbeitet, nicht? Du. Oder der Besser Binder sind sie gekommen. Wir haben da in Benzing unten eine Wohnung gehabt. Und ein Zimmerl, mein Bruder und ich, nicht? Da sind wir kontrolliert worden, nicht? Na und die machen keine Kontrolle. Warum? Weil der muss jetzt dort Autogramme geben, der muss das machen. Aber ab Donnerstag gehören sie kontrolliert, wo benimmt sich der? Und das, da gehen wir. Was für Freunde hat er? Die Freunde sind leiwand, wenn du gut spielst. Und wenn nicht, haben sie das Haarkleine. Und das ist das. Wer war zu eurer Zeit, wer waren da die größten Gegner? War das damals auch die Austria? Ja, das, aber da war ja der Sportclub, da war die Wacker zum Beispiel. Nicht? Heute hat mir einer Wiener, mal. Wiener. Wiener war gut, oder? Die Wiener war gut. Ja. Aber natürlich, wir waren immer besser und das stimmt. Du, ich möchte jetzt noch ganz kurz. Ich möchte dich nochmal zurückzukommen, weil das eine total interessante Geschichte ist. Diese Reisen,
Südamerika-Reisen. Die waren wie lang? Ein Monat? Oder wie lange hat das dauert im Winter über Weihnachten? Ja, über Weihnachten. 18 Jahre war ich nicht zu Weihnachten nicht daheim. Ich hätte auch gern gehabt, mein Buben da, das Christkindl und was machen. Na, das war schon bitter. Und wenn es da irgendwas gesagt hat, sagt er, hörst du nicht brauchen, was daheim bleibt. Das waren die Guten, was da vorhin gesagt haben. Tut. Aber für uns war es eine Ehre. Wir haben ein kleines Baumel mitgehabt und dann sind wir gegangen. Aber nur eins möchte ich sagen, ich möchte jetzt nicht ins Zahn anfangen, aber alle sind verschwunden auf die Zimmer rauf. Da ist nicht einer rund geblieben und haben noch weiter gefeiert oder irgendwas. Weil da hat er gedacht, ja, die sind daheim und das in sich gegeben. Weil wir sind ja keine schlechten Menschen gewesen oder weiß ich was. Ist. Aber Grippe hat schon im Ausland. Aber wir waren überall die Pioniere. Und das war das. Nicht? Gegen wem habt ihr da gespielt? Oder eine kleine Epäte. Wir haben ja, da ist er, wo ist er denn, der Rudi? Das waren unsere Spieler. Und die sind dann nachgewachsen. Aber nie ein böses Wort gehabt mit denen. Die Buben haben das gemacht, sind eingewachsen. Und das war das Schöne von der Rapid. Wenn einer das Leiberl angehabt hat, der kann nicht wirklich. Nicht? Und das ist das Schöne. Und das sind wir um den Stiegel immer früher dran gewesen. Nicht? Die Wacken, ja herrlich, die haben schöne Sachen in der Straße gehabt. Aber wir haben jeden Heurigen gekannt und den nicht. Und das war der Unterschied. Ja. Na, gesoffen haben wir nicht viel. Nur zwei Vielen haben wir schon gepackt. Ne? Du, jetzt möchte ich noch gern wissen. 1954, Dritter der Weltmeisterschaft, war das überraschend oder habt ihr zu den besten Mannschaften gezählt bei der WM? Die Frage ist sehr richtig. Wir sind da am Westbahnhof gefahren, haben wir gesagt, na, fahren wir halt hin, das wird schon gehen. Nicht? Auf einmal ist das immer besser geworden, bumm. Eins nur haben wir gewonnen gegen Schottland. Wenn uns die schlagen, sind wir weg. Aber wir sind gewachsen mit denen. Und das war das Schöne dann, aber dann waren sie unzufrieden. Am Westbahnhof, der Happe und der Zehmann haben müssen hinten rausgehen, weil die waren schuld, dass wir dann nur Dritter geworden sind. Also das Publikum kann böse sein. Nur eins, ich möchte euch nicht schmeicheln, aber die Rapidler sind nicht böse. Du. Wenn es schlecht geht, sind sie da. Und das ist das Schöne bei uns. Und das haben wir genossen. Und jetzt, wenn wir da die kleine Laufbahn gehabt haben. Nicht? Da waren auch böse Worte durch. Da bin ich halt da rausgeworfen gegangen, hat einer blödelt, hat die Hosen runtergezahlt. Dann sage ich, was willst du jetzt da? Was, bei dir hat er die Hosen runtergezahlt? Ja, das war ja da, die Laufbahn war so. Wir haben ja keine Laufbahn gehabt und die haben die gleich runtergezahlt auch, wenn es nicht geht. Nicht? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du, wo hat er sich gehört? Nein, nicht, was ihr meint, aber der glaubt schon wieder. Aber das haben wir gemacht, nicht? Und die haben ja recht gehabt, weil die haben wollen, wir müssen gewinnen. Nicht? Und das haben wir ja auch zu 70-80% gemacht. Und vor allen Dingen nicht, weil er da hinsitzt. Ich war Spielervertreter, jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt hat der Skotschik und er gesagt, die zwei Buben fahren mit. Na, was glaubt, wird der Vorstand auf mich auswählen, weil die waren selber mitgefahren, nicht? Und sag ich, hör, das sagt eh, lauter Geld, Leute, zahlt es mal selber. Aber ich habe die Goschen immer angerufen gehabt. Wenn einer deppert war, bin ich ein bisschen blöder geworden, nicht? Aber es waren nie böse Wörter drinnen. Und die Buben sind eingewachsen, nicht? Ich will nur wissen, abschließend, wie es da gesundheitlich geht. Wie? Wie es dir gesundheitlich geht? Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut, wenn ich da bin. Also ich mein Glasl da. Das ist super. Hat das nichts da? Da sind eh da ein paar Leute. 92 wirst du, gell? Im Februar. der weiß alles, du. Dabei, glaub mir das, du. Jetzt kann ich das ja sagen für meine Freunde. Warum ich immer eine Krawatten trug? Du weißt nicht?
Dann wäre mir schon dreimal Spanner habe lassen. Das war natürlich. Ich zeige dir die Noten nicht. Ich manchmal. Gibt es Fragen an den Herrn Körner? Bitte schön. Was würden Sie einem jungen Menschen raten, wenn er Profifußballer werden möchte? Dass er auf viel verzichtet. Der muss er erst beim Training sein, als letzter heimgehen. Nie mit Freunden sein, weil die Freunde, die sind dann deine Gegner, wenn du verlieren tust. Schöne Freunde, die musst du selber aussuchen. Und mit denen, die müssen mit dir durch dick und dünn gehen, wenn man auch verliert. Und da hat es viel gegeben bei uns. Und da alle sitzen die. Ich habe nie ein böses Wort reingehört zu uns. Nicht? Ich habe mir gedacht, die haben ja heute verloren heute, und die pfeifen uns nicht aus. Nicht? Aber man muss immer das Beste wollen. Und man kann nicht immer gewinnen. Und immer der Beste sein, das geht nicht. Da gehören Pausen schon dazu. Pausen. Wie schaut es mit der Berufsausbildung aus? Berufsausbildung? Du, ich möchte ein bisschen militärisch. Wie ist mit der Berufsausbildung? Habt ihr alle früher einen Beruf gehabt? Ja, Fräule, bei uns hat es geheißen, du, ich habe sehr gerne am Anfang gesagt, nicht? Was willst du Geld verdienen, musst du ins Ausland gehen. Und kriegst du eine Anstellung, dann musst du halt auch einen Hofrat, einmal guten Morgen einen Hofrat sagen. Wir haben auch einen da in der Gesellschaft bei uns. Aber ich kann mich nicht beklagen über den. Der ist sehr brav, der macht seine Arbeit da. Weißt du, wie das ist? Mit der Kuh. Gut, der darf ja das ja nicht äußern. Siehst du, da ist er wieder und sagt, ja, ich habe eh gewusst, wer das ist. Bitte schön. Ne? Passt. Stell die Frage, du tust immer deine Frage schon beantworten. Geht schon. Alles ist zum Lernen. Und gerade der Fußball, du lernst nie aus. Am Anfang haben wir gespielt mit 5 Stürmern, dann haben wir einen noch drinnen gehabt, da hinten gemietet, haben wir 6, dass sich der Gegner nicht auskennt. Aber